Der russische Präsident Wladimir Putin hat in einer Rede neue militärische Ziele vorgestellt. Zuvor war Putin mit seiner Militärführung zu einem Treffen zusammengekommen. Wie der 70-Jährige berichtete, würden aktuell rund 150.000 Reservesoldaten für den Einsatz in der Ukraine vorbereitet. Dabei bezog sich Putin auf Verteidigungsminister Sergei Shoigu: Die Truppen werden ihre Aufgaben in der Ukraine erfüllen, sei sich Putin sicher. Die Truppen wachsen jeden Tag und das wird auch so weitergehen. Sie sind Helden wie im Ersten und im Zweiten Weltkrieg, so Putin. Seine Rede begann er mit einer Schweigeminute für die im Krieg getöteten Soldaten. Den Krieg bewertete er als wertvolle Erfahrung für den Aufbau des Militärs. Der 70-Jährige forderte ein höheres Tempo bei der Aufrüstung und Modernisierung der Streitkräfte, als Beispiel nannte der Kreml-Chef den Einsatz von Drohnen. Das gilt bisher als ein Schwachpunkt der russischen Streitkräfte. Drohnen müssten auf allen Ebenen der Kampfführung verfügbar sein, sagte Putin. Jeder Soldat müsse die Möglichkeit haben, Informationen von Drohnen zu bekommen, forderte der Kreml-Chef.